Hey Guids und willkommen zu einer kleinen weiteren Runde Minecraft Super Jump. Heute mit Herr Bergmann LP HD XD Trollololololol Gome Gome. Hallo! Wie geht es dir denn heute? Super! Ich freue mich gerade sehr auf Super Jump, als du beziehungsweise über dein Management hast verlauten lassen, dass du Interesse hast, mit mir zu spielen. Hat sich meine Sekretärin sofort gemeldet und meinte: Bergmann, ich soll mich doch melden, sobald jemand einen anderen Spielmodus spielen möchte als Bad Wars. Und dann habe ich gesagt: Was? Super Jump? Da bist du doch sofort dabei. Und dann auch mit German Let's Play? Wow. Also die andere, das andere Kriterium war ja eh eine gewisse Abonnentenanzahl, würde ich mal sagen. Da hast du dann einfach mal gesagt, also Bitch, melde dich bitte erst so ab. Eine Million Abonnenten. Und bei einem Format, was nicht unbedingt Bad Wars ist, und dann ja, war er dabei. Genau. So deswegen kennt man dich. Vielen Dank. Ja gut, aber ist ja auch... Naja, ein bisschen Geld, geil, schade. Worüber reden wir hier? Worüber reden wir zwei? Sag mal, wohin muss ich hier? Du, das ist ein bisschen tricky. Du musst, ja, ich muss erstmal wieder hinkommen. Du weißt so auch nicht, wo ich bin. Doch, ich weiß, ich denke mal, ich weiß an welcher Stelle. Ja, genau. Ich weiß genau, ich wusste genau, dass du da bist. Das ist einfach. Oh, das war so close. Hast du es geschafft? Nee. Eine sehr, sehr schwierige Map. Habe ich mit Kedos übrigens mal 2 Stunden Aufnahme gehabt. Mit 2 hier drin. Ja, nicht. Und dann wählst du die aus. Nein, nicht die Map hier, eine andere. Ach so. Also, na, ganz entspannt. Ja, okay, wobei das aber auch die andere war, die, wo wir 2 Stunden gebraucht haben, war aber eine einfache. Das ist hier mittel. Ah, gut. Aber keine Sorge. Wie kommt man da rüber? Guck mal hier, bist du da jetzt auch? Ich verstehe das nicht. Du musst auf den rechten Block und dann echt direkt an der Kante abspringen. Nee, stimmt gar nicht. Auf den, doch. Nee, ich bin schon da. Ist schon okay. Ich hab schon die Bombe platzen lassen. Bist du am Boot? Scheiße, ja, war ich. Boah. Mann, das ist wieder so eine richtig verhurte Map. Ich erinnere mich da an eine, wo ich mit Tuttle irgendwie in so einer Eisscheiße war. Oh, fuck. Und das habe ich dann irgendwie von einer Stunde auf eine halbe Stunde oder so runtergeschnitten, glaube ich. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr. So entspannt läuft das hier. Ja. Oh nein! Warum? Aber eigentlich auch eine gute Möglichkeit, mal mit dir über etwas ernstere Sachen zu reden. Natürlich. Aus keinem anderen Grund bin ich hier. Um welches Thema geht's dir? Das ist so traurig, ne? Viele Leute werden die Filme wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Aber gleichzeitig haben sehr, sehr viele Leute aufgrund dessen erst die Filme gesehen. Ach so. Und das finde ich wieder cool. Ja, ey, das muss ja so geil gewesen sein. Was denn? Ja, die Filme dann zu sehen und die Parallelen zu entdecken. Also wir reden gerade über Zurück in die Zukunft. Und unser Roleplay im Leben. Genau. Nee, auf jeden Fall. Also viele, also ich weiß immer nicht, ob das, wie das für Leute sein muss, die mit Back to the Future gar nichts anfangen können und auch kein Interesse haben, den Film zu sehen irgendwie. Also das, ob das dann schwierig wird, aber ich glaube eigentlich nicht, weil dass ja trotzdem eigentlich eine spannende Geschichte ist. Ja, total. Aber natürlich auch basiert das auch auf vielen Insidern und keine Ahnung. Ah, das funktioniert schon. Ja, aber wenn man die Filme gesehen hat, dann versteht man ja eigentlich alles. Ja, eben, und dann wird's ja noch geiler, dadurch. Ja. Also, euch sei dieser Film ans Herz gelegt. Aber es ist genau das Gleiche. Man kann sich da nicht unbedingt reinversetzen, wie es jetzt wäre, wenn man das sich kennt. Und ich kann mich auch nie reinversetzen, wie ein Video ankommt, wenn ich daran extrem lange schneide und es immer und immer und immer und immer wieder sehe. Das ist ja besonders bei solchen Kurzfilmsachen wahrscheinlich extrem. Ja, also ich verliere auch irgendwann komplett das Gefühl dafür, ob jetzt etwas gut ist oder nicht. Aber das habe ich meistens bei dem Gesamtvideo. Einzelne Stellen gefallen einem dann irgendwie. Aber beim Gesamtvideo denkst du dir, ach, was habe ich da wieder Scheiße gemacht. Ja, was habe ich da wieder, genau. Das denke ich mir jeden Tag. Nein, Mann, warum? Sprung nicht, ja, es gibt auch einen, den ich... Bist du denn schon weiter gewesen als ich? Nee, oder? Nee, ich war nicht mal am Boot. Aber ich glaube, ich habe auch gerade entdeckt, woran es liegt. Man darf eigentlich auch nicht bremsen. Man muss kontinuierlich springen. Ich spring falsch, geil. Nach einem Monatsmal springe ich einfach wieder falsch. Ach, cool. Wir müssen das jetzt hier packen. Das war nice. Na doch, du kannst anhalten. Das macht keinen Unterschied eigentlich. Ja, bei manchen Sprüngen timest du es dann halt perfekt so, dass du direkt auf der Kante landest. Ja, das stimmt. Das stimmt, man ist so richtig. So, jetzt bin ich wieder beim richtig verkackten Sprung. Ach komm, Alter, es kann doch nicht angehen.
Ich bin hier auch mal komplett durch und bin tot, danke. Danke für den Tipp. Manu. Ha! Konzentriere dich jetzt. Jetzt habe ich gerade, soweit war ich schon lange nicht mehr. Schon seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Oh, soweit war ich glaube ich noch gar nicht. Oh. Okay, konzentriere dich. Oh ja, oh ja. Oh nein! Ich bin hinten drüber gesprungen. Ich bin super weit, ich bin fast am Schiff. Komm, zieh das durch jetzt. Ich glaube, ja, ich bin am Schiff. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Da ist echt das Ziel gewesen. 6 Minuten. Scheiße. Okay. Ja, dann fordere mich mal aus. Ich mach ich. Versteck mich. Sollte übrigens erwähnt werden, dass es ein paar sexy neue Maps gibt hier. Oh, warte mal, oh Gott. Okay, ich weiß nicht, ob das eine einfache oder eine schwere ist. Oh nein, was ist das denn? Hallo, ich sehe dich. Fick doch mal. Hello. Hinfickum. Speedrun, go. Okay, erster Versuch und bin tot. Ups. Boah, Alter. Das Problem ist halt, sieht aber so richtig abgefuckt aus, ne? Ja, ja. Das Problem ist halt, dass man in diesem Auswahl-Challenging-Menü, da siehst du eben auch nicht, ob das jetzt, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. Und vielleicht haben wir jetzt hier komplett ultra hart. Also dieser Sprung hier ist schon richtig ekelhaft. Ja, da ist ein Vierersprung, ne? Ja. Boah, ja, das. Boah, nee, boah. Boah, okay, alles klar. Den habe ich gerade doch direkt geschafft, oder war der das nicht? Doch. Ah, da ist auch ein Checkpoint. Nice. Ah, den habe ich natürlich nicht geschafft. Du bist schon mal in einem Checkpoint. Ja, ich habe ihn aber nicht erreicht. Ach so. Okay. Das ist halt der himmelweite Unterschied. Das ist wirklich ein klitzekleiner Scheiß, meine Nase juckt. Das ist. Oh. Jetzt habe ich ihn erreicht. Oh. Oha. Das ist ja fast, als wenn mich der Enderboy angreifen würde. Der Enderboy. Der Enderboy. Ich muss ja gestehen, mal eine exklusive Nachricht hier an deine Abonnenten. Okay. Bei Gipfelstürmer, es gab eigentlich. Du meinst noch Gipfel? Was ist denn Gipfelstürmer? Ich meine natürlich Bergstürmer. dass es tatsächlich, glaube ich, noch keinen Joker gab, der mich jetzt so wirklich komplett aus der Fassung gebracht hat. Also, das. Ach. Ich habe mal. Ja. Okay. Also, ich habe jetzt nie geschauspielert, aber ich habe ja auch bei vielen Jokern einfach. Auch dann in der Show gesagt, nicht so schlimm. Die Wäscheklammern im Gesicht, die haben mich. Ja, das sah auch nicht so nett aus. Ich bin übrigens beim Checkpoint. Okay. Und du nicht. Doch, ich bin beim Checkpoint. Hä? Seit wann? Ja, schon seit, keine Ahnung, 2 Minuten? Natürlich. Na klar, sagt er das. Ist das nur ein psychologischer Trick? Oder die Wahrheit? Ist er etwa schon am Ziel? Oder die Wahrheit? Ah, ich sehe dich. Ah ja, du hast nicht gelogen. Ah, Mist. Aber ich da bin ist fast vorne. Ja, aber den Sprung schaffst du auf keinen Fall, ey. Manu, rede mit mir. Oh nein, ich habe schon den nächsten Checkpoint gesehen. Da gibt's noch einen. Oh, ich rede mit mir. Seit wann hast du denn so einen... Seit wann hast du denn so krasse Jump-Skills hier, Alter? Ich hab nicht nur Jump-Skills. Nicht weinen. Nein. Alter, du hast doch gesehen, wie ich bei Bad Wars alle zerfickt hab. Ja, das stimmt allerdings. Wie ich da durch, also, und dann ist unser Bett einfach und dann, ja, ne? Ja, da sind viele Sachen zusammengelaufen, zusammengeführt worden, die nicht gepasst haben. Und weißt du was? Ich glaube, die Folge ist sogar nicht on, wenn das hier onkommt. Nice. Nice. Leute verstehen gar nichts. Mega Hype, denn das war die. Ich sag nur, er lässt die Bombe bald platzen, ne? Ja. Das, ich lasse jetzt einfach in jedem deiner Videos, in dem ich dabei bin, werde ich einfach immer eine Bombe platzen lassen. Och, komm. Ja, du kannst ja gar nicht. Wie willst du eine Bombe platzen lassen? Ja, durch harte Hex. Stories. Ach so. Ja, erzähl mal eine Story. Ja, hab ich doch schon. In dieser Folge war es der hammerharte Gipfelstürmer-Betrug. Ach so. Bergstürmer, oh Gott. Was meinst du denn mit Dem Jokern? Nein, schon klar. Aber ich wollte gerade so tun, als wenn ich den Namen nicht kennen würde. Achso. Und den kenne ich natürlich. Und jede einzelne Folge auch. Na klar. So kennt man mich. Ja, du bist ja auch bald zu Gast. Ja. Nur man merkt es nicht. Ich verstelle halt meine Stimme und schneide mir die Haare. Na, was die Leute ja gar nicht wissen, ist, dass du ja von Folge 1 dabei bist. Ja. Du bist ja der Enderboy. Ich bin Sturmwaffe. Ja, oder der, genau. Alter, warst du... Oh nee, warst du schon im Drachen? Oder in der Dings? Ja, ich war auch schon 2 Blöcke oder so vor dem Teil. Krass, Alter. Ich war gerade zum ersten Mal. Was ist denn... Wie machst du denn das? Bist du so ein Wizard oder was? Ich hab hier ein Flyhack drin. Ah. Sehen die Leute aber nicht.
Okay, pass auf. Ich werde die Bombe jetzt einfach mal platzen lassen. Ey. Warte! Ja! Ja, Checkpoint! Nein. Ach komm, Alter. Oh ja, ja, ja. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen mit deiner, mit der Schwierigkeit der Map? Wie lang ist die denn? Ja, ich konnte das nicht sehen. Ja, geil. Und dann wählt man einfach irgendeine Scheiße aus, ne? Ich wollte einfach irgendwas Neues. Ich wollte das einfach die Bombe platzen lassen. Ich wollte, dass deine Zuschauer was Neues sehen. Eine neue Map. Das ist nett. Ach, kennst du alle vorherigen Folgen? Das ist ja süß. Na klar. Ich bin doch dein größter Fan, das weißt du doch. Mal hier ein kleines Secret auch wieder. Eine Bombe für euch. Herr Bergmann hat sich glp.tv ins Gesicht tätowieren lassen. Genau. Aber in Hautfarben. Du weißt einfach nur, dass er da ist. Ja. Das reicht dir. Das reicht mir, genau. Hä? Was soll ich denn hier tun? Runterspringen. Hörst du nicht wahr? Als ob ich jetzt hier hin müsste. Nee. Oh nee. Nein! Ich bin vom Checkpoint. Vom Checkpoint, ja, bin ich da auch. Und dann bin ich da erstmal 10 Minuten nicht mehr gewesen. Aber gut, solange du nicht beim Checkpoint bist, weiß ich ganz genau, ach, Manuel, du kannst dich einfach entspannen. Du kannst die Bombe ganz entspannt platzen lassen. Ja. Gleich kommt einfach Ding. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht genervt sind durch sowas, wenn man das so oft sagt. Alter, ich glaube, in der Bad Wars-Folge vorhin habe ich das 30 Mal oder so, ach, noch mehr, gesagt. Ich weiß, und als dieses Directed by Michael Bay-Ding so aktuell war, war es, glaube ich, in jedem Satz. Und die Leute haben echt gesagt, ey, ich muss die Folge ausmachen, ich ging nicht mehr. Echt? Ja. Directed by Michael Bay. Die ganze Zeit. Aber ich muss auch echt sagen, ich verstehe die Leute da total. Aber es ist manchmal, du hast einfach so Folgen, da drehst du so völlig durch, wie die Bad Wars-Folge von uns. Ja. Wo wir einfach die ganze Zeit, ich will die Bombe platzen lassen. Und Samuel Jackson. Und die, keine Ahnung, die einfach inhaltlich so begrenzt ist. Aber die sind auch super lustig dann, die Folgen. Ja. Also, wenn man sie als solche sieht. Also das war ein Video, ich glaube, so lange habe ich, also so lange, so viel habe ich schon seit, ja, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wenn ich das letzte Mal so gelacht habe in dem Video. Oh. Lag ja nicht an dir, also brauchst du jetzt nicht. Nein, oder so. Du hast ja über mich gelacht. Ich habe mich einfach selber ausgelacht. Warum bist du jetzt beim Checkpoint? Weil ich jetzt gerade mit dem Admin gesprochen habe, ob er mich hier kurz herporten kann. Ich würde euch auch einfach empfehlen, diesen Part gar nicht anzugucken, weil man dann Krebs kriegt, sondern einfach zuhören. Genau. Einfach den netten Gesprächen lauschen. Ja. Fuck. Ich hab, guck mal, wie viele Tode wir haben. Krass. Ach, komm, ey. Vor allem, warum bin ich Lolli Master 1? Das sehe ich jetzt erst. Wer ist denn der los? Ach, der Lutschermeister. Ja. Ich bin ein Freund von Lollis. Oh ja, so kennt man nicht. Do it that guy. Mann, jedes Mal springe ich dann gegen die Säule, wie so ein Spasti, und lande dann in der Mitte. Das ist irgendwie komisch, Alter. Der Sprung geht mir auch gerade auf die Eier, sag ich dir ganz ehrlich. Was kommt denn danach Schweres, dass du es nicht geschafft hast? Ich hab's nicht geschafft. Ich hab gelogen. Jetzt echt? Ja, ich wollte nicht unter Druck setzen. Alter, da lügt er mich an. Wie krass bist du denn? Ah! Ich bin echt ein dummer Mensch. Also sag ich jetzt, zweites Geheimnis gelüftet. Da hat er mich einfach angelogen. Nee. Weißt du, du hast irgendwie vorgestern schon meine Welt mit einer Info zerstört. Und jetzt machst du es nochmal. Welche Info? Die geheime? Ist die geheim? Ja, ja. Welche? Also. Ja, sag ich jetzt nicht. Okay, okay. Aber gut, dass ihr wisst, ihr wisst etwas nicht, was euch verschweigt. Genau. Es geht um seinen Penis. Er war nicht immer da. Du bist, was? Herr Bergmann, eine Transe? Was? Herr Bergmann, meine Frau Bergmann? Boah, Manu, ey, ganz im Ernst, lass uns jetzt mal eine. Ich bin so ein Typ, der verliert sehr, sehr schnell. Die Hoffnung. Ja, ich weiß. Bist halt ein Opfer, Bro. Nein, wir machen das jetzt so lange weiter, bis wir fertig sind. Okay. Aber ich garantiere dir, ich werde die Bombe platzen lassen. Du lässt gar nichts platzen. Ach komm, Alter, das ist doch echt. Wie soll das gehen? Wie soll dieser Säulensprung denn gehen? Habe ich irgendwas Mann, warum gibt es denn hier nicht eine Möglichkeit, irgendwie
Tipp anzuklicken und dann sagt er einem, wie das geht. Admin rufen. Ja. Hilf mir. Hilf mir. Kannst du mir mal kurz Fleuel geben? Boah. Ich bin da. Ich bin da. Nein! Ey, das gibt es nicht. Als ob du da jetzt warst und runtergeflogen bist. Ich war da, bist. Ich schwöre es dir, Alter. Ich schwöre es dir. Und wie hast du es geschafft? Einfach. Ich habe einfach, du hast, während du gesagt hast, ich schätze das jetzt ab, habe ich es auch gemacht. Ich muss jetzt sofort wieder hin, warte. Okay, warte. Mann, der Vierersprung ist aber auch so. Warum macht man davon einen Vierersprung und danach dann wahrscheinlich noch irgendwelche ekelhaften Sprünge? Ja, danach kommen richtig ekelhafte Leitersprünge nochmal. Ach, die finde ich gut. Ja, aber so richtig komisch um die Ecke wieder und voll weit und schlecht getimed und da muss man auch erstmal wieder ein Gefühl für kriegen. Ich schaffe es einfach nicht, zu der Säule zu kommen. Ja, da scheitere ich jetzt auch schon wieder dran. Also dieser Leitersprung ist wirklich das Ekelhafteste, was ich seit Leitersprung... Den Vierersprung finde ich gerade noch ekelhafter. Hast du es nochmal geschafft, die Säule? Nee. Herr Bergmann, gewinn mal. Ey, ich bin gerade dabei. Also ich meine, dass ich mir nicht mehr als das wünsche, das wollte ich sagen mit, ich bin dabei. Geschafft. Ja? Ja, und bin beim nächsten. Ey, ich bin an dem Leiterding gestorben. Das ist nicht wahr. Sag ich ja. Warum hält er sich denn da nicht fest? Was bist du denn für ein Knecht? Das war's jetzt. Du hast mich... Ey, langsam dreh ich durch, Manu. Ja, wir müssen das jetzt schaffen. Pump dir Motivation in deinen Kopf. Okay. Tun wir einfach so, als wenn du 1 Million Euro bekommen würdest, wenn du das schaffst. Okay, die Motivation ist zurück. Denn Geld ist das, was mich antreibt. Ach, komm. Na, das sowieso. Geldgeiler Wichser, ey. Ja. Oh, so knapp. Ja, also mein, der größte Fehler, den ich in meinem Leben begangen habe, war einfach echt, dass ich nicht so am Rand war. Ich war noch so recht... Ja, schon so mitten im Block, ne? Digga, hab's wieder geschafft. Okay, Leitersprung. Hab's geschafft. Okay. Leitersprung, hab's geschafft und... Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh. Mann. Ach, du Loser. Ich bin der Beste. Leck mich doch mal schön am Arsch. Oh ja. Es gibt eine Revanche, Alter. Es gibt eine Revanche. Ich will eine Revanche. Eine Revanche, obwohl du 2-0 verloren hast. Ja. Eine Orange kann ich dir geben. Eine Orange. Geil. Okay. Ach Mann, ey. Das war doch richtig Spaß. Leute, ihr braucht euch wirklich nicht wundern, wenn ich Superjump alle 10 Jahre nur bringe. Dann hat man mal wieder Lust. Und man probiert es, aber dann macht man eine Runde, ne? Stirbt 400 Mal und hat einfach keinen Bock mehr auf sein Leben. Das ist auch echt. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so escalated, ehrlich gesagt. Ja. Ich dachte, das wäre ein schöner. Aber es hat auch Spaß gemacht. Wir haben schön getalkt und so. Und das war naja, nee, hat eigentlich. Nee, nee eigentlich nicht. Ja, gut, dann so. Guckt in die Beschreibung. Freut euch auf die einzigartige Runde Bad Wars mit Herr Bergmann. Yeah. Wow. Und dann bewertet den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao and wow. Wow.